Hallo und herzlich willkommen zu dieser Videovorlesung zu SQL-Sprachkonzepten. Wir werden drei SQL-Sprachkonzepte anschauen: Datendefinition, Datenmanipulierung und Datenabfrage. Und letztlich werde ich Ihnen noch die Lernziele bekannt geben und Sie motivieren, die Übung zu machen. Also, es gibt verschiedene SQL-Sprachkonzepte. Die ursprüngliche Konzeption von SQL oder sogar SQL, dem Vorgänger, war eine Query Language, also eine Data Query Language, welche sich vor allem für das Abfragen und Filtern von Daten verwenden lässt. Also der Select-Befehl war da im Zentrum. Das war ursprünglich eigentlich der Kern von SQL und dann mit SQL hat sich gezeigt, dass verschiedene andere Funktionen für eine Datenbanksprache ebenfalls notwendig sind. So zum Beispiel die Möglichkeit, Daten zu definieren, also die Möglichkeit, Tabellenstrukturen zu definieren. Um Daten zu definieren, gibt es Befehlsstrukturen wie Create, Alter und Drop. So lassen sich Tabellen, aber auch Schemas, Sichten, Spalten, Benutzer und weitere Datenbankobjekte erschaffen, verändern und löschen. Ein drittes Konstrukt, die Data Manipulation Language, bezieht sich nun auf die Veränderung der Datensätze innerhalb der Datenstrukturen. Man kann damit Daten einfügen in Search, man kann Daten ändern mit Update und Daten löschen mit Delete. Es gibt weitere Konzepte, zum Beispiel Data Control Language, DCL, die sich mit der Vergabe von Zugriffsrechten befasst. Man kann dort User erstellen, man kann Rechte vergeben und auch wieder entziehen. Und weiter gibt es noch die Transaction Control Language, welche für den Mehrbenutzerbetrieb eingesetzt wird, also mit Begin, Commit und Rollback und anderen Keywords. Beginnen wir zuerst mit der Data Definition. Wie wir gesehen haben, ist die Datendefinition in SQL ziemlich einfach. Man sagt create table, gibt der Tabelle einen Namen, öffnet eine Klammer und gibt dann eine Liste von Spalten an, welche mit Kommas getrennt werden. Und was weiterhin zu tun ist, man muss diesen Spalten auch jeweils einen Datentypen geben. Da gibt es verschiedene. Eben zum Beispiel Textdatentypen, Zahlendatentypen mit oder ohne Nachkommastellen, Datentypen für Zeit und Datum, Rohdaten und Strukturen wie XML und JSON und auch Geodaten wie Geometry Point und Polygon. Weiterhin gibt es die Möglichkeit, sogenannte Integrity Constraints anzugeben, welche für die Integritätsprüfung der Daten relevant sind. Was auch manchmal ganz nützlich ist, ist das Erstellen einer Tabelle durch Selektion. Ich kann also eine Tabelle erstellen, indem ich ein Select-Statement verwende. Das Resultat der Select-Abfrage wird dann festgeschrieben in die Tabelle mit entsprechendem Namen. Also create table hören 5001 as select Stern from hören where Vorlesungsnummer gleich 5001. Das nennt sich auch Materialized View. Da schon mal eine Denksportfrage: Was denken Sie, werden Indexe der Ursprungstabelle übernommen oder nicht? Nehmen wir an, Hören hat bereits, ist eine Tabelle und hat bereits Indexe. Werden diese Indexe übernommen in die Tabelle Hören 5001? Das habe ich natürlich ausprobiert. Ich habe einen Index erstellt auf diese Tabelle, eine Kopie gemacht als Materialized View und dann sieht man hier, die Indexe sind leer in der neuen Tabelle. In der ursprünglichen Tabelle waren die Indexe vorhanden. Also nein, übernommen werden nur Spalten und Inhalt, aber keine Constraints oder Indexe. Views, wenn wir schon dabei sind, man kann eben auch Dynamic Views erstellen, also solche Views, die also nicht Create Table As, sondern Create View mit Namen As. Dort wird dann
diese Tabelle jeweils dynamisch berechnet aufgrund des SQL-Statements, das man da angegeben hat. Also im Unterschied zu Create Table As, wo die Daten gespeichert werden, ist bei Create View As Select letztlich nur die Definition gespeichert und die Daten werden jeweils on the fly dynamisch berechnet. Hier ein Beispiel in dieser Unidatenbank, die wir schon gesehen haben. Wir selektieren Name, Titel von Studenten und die hören Vorlesungen und wir setzen Matrikelnummer und Vorlesungsnummer gleich. Somit wissen wir schon mal, welcher Name von Student in welchem Titel von Vorlesung dabei ist. So dieses Mapping von Name zu Titel haben wir damit abgekürzt und als View gespeichert. Und so können wir dann von dieser View abfragen, wie wenn das jetzt eine Tabelle wäre. Das befindet sich dann in der MySQL Workbench unter Views. Man muss ein bisschen aufpassen mit der Performance, weil eben je größer diese Tabelle ist und je mehr Filterkriterien wir haben, desto langsamer wird dann auch die Abfrage aus der View. Ja, und wozu kann man jetzt Views verwenden? Zum Beispiel für den Datenschutz. Ich kann den Zugriff auf Zeilen und Spalten einschränken. Ich kann vereinfacht auch Daten abfragen. Also man kann damit eine gewisse Komplexitätsreduktion in der Query-Definition erreichen. Und das wird häufig auch gebraucht, um Schnittstellen zu generieren zwischen Datenbanken. Das geht insbesondere dann, wenn sogenannte Database-Links möglich sind, dass man also auf einen anderen Server via Link auf die Daten zugreifen kann. Also, überlegen Sie sich mal Folgendes. Der Datenbankserver muss natürlich wissen, welche Tabellen es gibt, welche Spalten die haben und welche Datentypen und so weiter. Diese Metadaten sind für den User relevant und zum Beispiel in MySQL Workbench werden die auch schön visualisiert auf der linken Seite in einem Baum, wo man sich zurechtfindet und sieht, welche Daten vorhanden ist. Und was denken Sie, wo und in welcher Form wird das Datenbankschema im Datenbankserver gespeichert? Vielleicht wissen Sie es schon. Falls Sie es nicht wissen, überlegen Sie mal kurz, wie so etwas möglich wäre. Also, die Lösung ist, es gibt Tabellen, welche Tabellen beschreiben. Es gibt also Metadatentabellen im Datenbankserver, welche beschreiben, welche Tabellen und welche Spalten die haben. Dieses Schema nennt sich Information Schema und dieses beschreibt das Datenschema. Das sind sogenannte Metadaten. Also Daten, die die Daten, die vorhanden sind, beschreiben. Diese Metadaten können abgefragt werden mit Select Statements. Das kann man auch brauchen, um zum Beispiel nach neuen Datenbeständen oder nach bestimmten Informationen zu suchen in einer unbekannten Datenbank. Auch das User Interface macht sich diese Informationen zunutze, um diese Metadaten grafisch darzustellen. Hier ein Beispiel. Wir selektieren von der Tabelle Information Schema Columns und jetzt bezogen auf die Unidatenbank Where Column Name Like Nummer. So bekommen wir eine Liste sämtlicher Spalten, welche das Keyword Nummer enthalten. Und hier sehen Sie die Metadatentabellen hier in einer Auswahl. Es gibt noch mehr. Also es werden Schemas gespeichert, es werden Tabellen gespeichert, jeweils mit Namen, Typ und so weiter. Es werden Views gespeichert. Die Spalten haben ganz viele Attribute, aber auch Triggers, Constraints, Privileges, User. Alles hat irgendwo eine eigene Tabelle, alle Objekte. Also, das war die Data Definition. Jetzt Data Manipulation. Ja, wenn die Datenstrukturen mal da sind, dann sind sie in erster Linie leer und dann müssen sie gefüllt werden. Und dafür gibt es natürlich Sprachbefehle. Ja, überlegen Sie sich mal Folgendes. Wenn ich jetzt Daten in eine View einfügen will, ist das möglich? Eine Sicht, die ist dynamisch definiert, Create View as Select. Kann ich dort nur eine Selektion machen oder kann ich da auch Tupel einfügen?
Überlegen Sie sich das jetzt. Ich weiß, ich hätte jetzt ursprünglich intuitiv gesagt, nein, das ist nicht möglich, das geht vielen so. Es ist aber tatsächlich möglich. Es gibt alle Sichten, dann gibt es theoretisch änderbare Sichten und dann gibt es eine Untermenge von in SQL änderbaren Sichten. Nämlich wenn folgende Informationen gegeben sind. Es gibt nur eine Basistabelle. Es hat einen Schlüssel. Und es gibt keine Aggregatsfunktion, Gruppierung oder Duplikateliminierung. Dann können wir das machen. Wir können das jetzt mal an einem Beispiel kurz anschauen. Also ich habe hier die Unidatenbank installiert. Diese Installationsskripts finden Sie auch auf Ilias. Und die hat da alle Uni-Objekte in Deutsch und Englisch in meinem Fall. Ich habe beide Daten oben auf Ilias abgelegt. So, und jetzt machen wir mal eine View. Schauen wir mal, was wir da selektieren. Sagen wir mal, where so. Also, wir erschaffen eine View, welche nur die Professoren mit Rang C3 speichert. Voilà, das sind diese drei. Und jetzt mache ich Folgendes. Third into. Insert into myProf C3. Jetzt mache ich da irgendwas. Und jetzt schauen wir mal, ob C3 geht oder auch C4. Raum. Ist egal, wir wollen nur das Prinzip testen. Aha. Grünes Gutzeichen. Scheint geklappt zu haben. Wir führen das hier nochmal aus. Und wir sehen jetzt, da mein neuer Prof ist da drin. Interessanterweise, was passiert jetzt, wenn ich Folgendes mache? Ich füge das nochmal ein mit einem anderen Schlüssel, mit einem anderen Text und jetzt sage ich hier C4. Entspricht ja eigentlich nicht der View-Definition. Ja, wir probieren das jetzt trotzdem nochmal. Aha, ging nicht. Warum nicht? Duplicate Key. Zwei gibt es in dem Fall schon. Probieren wir mal. Probieren wir mal eine andere ID. Ah, und das Problem ist, es muss ein Unique Raum sein. So, deswegen. Also nochmal probieren. Und jetzt hat das geklappt. Ich konnte auch einen Professor mit C4 einfügen. Aber wahrscheinlich wird er das Interview trotzdem nicht drin sein. Nein, ist er nicht. Aber er wird in den Professoren drin sein. Ja. Also man kann über eine View auch einfügen und man kann auch Werte einfügen, die der View-Definition nicht entsprechen. Das ist speziell, klingt komisch, ist aber so. Ja, und Views haben auch noch ein anderes Merkmal. Man kann nämlich da Dinge einfügen. Bei Tabellen ist es das Gleiche. Ich kann in Tabellen auch Daten einfügen. Und ich kann jetzt auch nur in eine Untermenge der Spaltendaten einfügen. Ich kann zum Beispiel für einen Studenten nur die Spalten Matrikelnummer und Name füllen. Dann lasse ich Semester einfach leer. Was passiert, wenn wir das tun? Ja, in diesem Fall
bleibt dieser Wert leer oder auch genannt null. Und null ist jetzt ein expliziter Wert, da ist nicht einfach nichts oder der leere Text drin, sondern da ist wirklich explizit der Wert null drin, um zu markieren, dass dieser Wert unbekannt ist. Das bedeutet nicht, dass das Semester gleich zero ist, weil es könnte ja sein, dass wir im Nachhinein noch feststellen, der ist schon im dritten Semester. Deswegen ist das einfach markiert als unbekannt oder eben null. Und das führt dann zu ein bisschen, ja, manchmal speziellen Situationen. Schauen wir uns das nochmal an. Also bleibt eine Tabellenzeile leer, dann sprechen wir von einem Nullwert und logisch gesehen spricht das der Aussage, dass die Zelle unbekannt ist. So wie hier in diesem Fall. Und das führt dann zu überraschenden Ergebnissen. In der oberen Tabelle haben wir eine Tabelle von Mitarbeitern mit Nullwerten. Also Straße und Ort ist für Meier und Becker unbekannt. Und jetzt schreiben wir folgende SQL-Query. Wir wollen alle Mitarbeiter, die in Liestal wohnen, vereinigt mit allen Mitarbeitern, die nicht in Liestal wohnen. Und nach der klassischen Boolschen Logik müsste das eine Tautologie sein, weil entweder ist die Aussage wahr oder sie ist nicht wahr. Also müssten eigentlich alle Mitarbeiter kommen. Was aber hier passiert, ist effektiv, es kommen nur die Mitarbeiter, welche keine Nullwerte haben. Warum? Warum wohl ist das so? Wir wissen doch eigentlich hat doch der gar nicht den Wert Liestal. Oder etwa doch? Ja, nein, eigentlich weder noch. Er hat zwar nicht den Wert Liestal, aber wir wissen auch nicht, ob er nicht den Wert Liestal hat, weil es könnte ja sein. Es könnte ja sein. Und wie kommt es dazu? Eben, null oder null wird als dritter Wahrheitswert zwischen wahr und falsch angeschaut. Es ist nicht falsch, aber es ist auch nicht wahr. Und deswegen kommt die Zeile nicht in die Selektion. Also es ist nicht wahr, dass der Ort gleich Liestal ist. Aber es ist auch nicht wahr, dass der Ort nicht gleich Liestal ist. Wir wissen es einfach nicht. Das ist die Realität. Und deswegen wird nur die Tupel an das Ergebnis weitergeleitet, die effektiv als wahr evaluiert werden. Und für die beiden Datensätze, die gefüllt sind, da ist effektiv einer der beiden, nämlich hier der zweite Term, effektiv wahr und somit kommen die in die Ausgabe. Hier das Ganze nochmal ausgezeigt. Man kann jetzt die klassische Boolsche Logik erweitern in eine dreiwertige Logik, indem wir sagen wahr, falsch oder unbekannt, drei Wahrheitswerte. Und wir können die klassischen Operatoren wie oder, and und nicht erweitern mit diesem Fragezeichen. Und man kann das eigentlich so lesen: 1 ist wahr, Fragezeichen ist unbekannt, 0 ist falsch. Und jetzt schauen wir hier ein kleines Beispiel an. Zum Beispiel hier, wenn ich weiß, dass eine der beiden Aussagen unbekannt ist und die andere ebenfalls, wenn beide Eingänge unbekannt sind, dann ist die Ausgabe auch unbekannt. Bei oder ist es aber so, wenn ich weiß, dass einer der beiden Eingänge wahr ist, dann ist der Output immer wahr. Also egal, wie der aussieht. Deswegen habe ich hier eine Zeile von Einsen. Also der Output von oder ist immer dann wahr, wenn ein Input gleich wahr ist, auch wenn der andere Input unbekannt oder falsch ist. Das gleiche gilt natürlich auch für die andere Seite. Und eigentlich ist eine Oder-Verknüpfung nur genau dann falsch, wenn wissentlich und bekanntlicherweise beide Inputs leer sind. Wenn beide Inputs falsch sind. Wenn ein Input falsch ist, wissentlich, und der andere ist aber unbekannt, dann ist das Resultat unbekannt. Warum? Weil es könnte ja sein, dass wir erfahren, dass das hier eigentlich wahr ist. Und in diesem Fall würde das hier dann zu wahr sich verändern. Das gleiche natürlich auch für and, dort ist es einfach gerade umgekehrt.
And ist nur genau dann als Output wahr, wenn beide Inputs wahr sind. Sonst ist es entweder falsch oder eben in dieser neuen dreiwertigen Logik auch unbekannt. Und zwar immer dann, wenn mindestens einer der beiden Inputs auch unbekannt ist. Und das Interessante ist hier die Negation. Die Negation wird ergänzt mit einer Negation von unbekannt. Und das Interessante ist, dass die Negation von unbekannt immer noch unbekannt ist. Es gilt also, nicht null ist das gleiche wie null. Ist gleichbedeutend. Wenn man es über Nullwerte selektieren will, dann muss man einfach ein bisschen aufpassen. Man kann nicht mit Gleichheitszeichen operieren, sondern nur mit diesem Is-Operator. Man kann nämlich prüfen, ob ein Attribut effektiv unbekannt ist, mit isNull. Man kann auch prüfen, ob ein Attribut nicht unbekannt ist. Und damit könnte man natürlich das vorherige Problem mit LeastDaL eben lösen. Und warum ist das der Fall? Weil null hat keine Identität. Null ist nicht gleich sich selbst. Also null ist gleich wie nichts. Nichts ist das gleiche wie null, nicht mal sich selbst. Und deswegen kann man das nur mit einem speziellen Operator abfragen. Das ist manchmal ein bisschen mühsam. Das muss man einfach überlegen, sobald man Nullwerte in den Daten hat. Was eigentlich sowieso zu vermeiden wäre im besten Fall. Ja, wir können das vielleicht noch einfach ganz kurz demonstrieren. Oder ich kann da zum Beispiel mal selektieren. Select 1 gleich 1. Was gibt das? Das ist, gibt 1, also sprich wahr. 1 gleich 0 ist falsch. Aber null gleich null ist nicht mal falsch, es ist einfach null. Und wenn ich jetzt sage, ich hätte gerne nicht das Gegenteil davon, dann habe ich natürlich auch wieder null. Ja, und ich weiß nicht, ob not null, das kann man glaube ich gar nicht, das geht einfach auch unbekannt zurück, ja. Not null gleich null? Ja, natürlich, weil wir schon wissen, not null ist auch null. Also sprich, das gibt einfach immer null zurück. Was man machen kann, ist, man kann dann sagen, select null ist null. Das ist jetzt wahr. Und null ist not null. Das ist falsch. Also mit Is kann man jetzt auf diese Nullwerte zugreifen. Das ist notwendig, damit eben Nullwerte sich irgendwo in der richtigen, also richtig auch verarbeitet werden können vom Datenbanksystem. Also, und jetzt haben wir das Datenschema definiert, Data Definition, dann haben wir das Datenschema gefüllt, Data Manipulation. Und jetzt können wir mit den Daten etwas machen. Data Querying. Und da möchte ich mal so ein bisschen weiterführende Konzepte eingehen. Etwas, was man häufig braucht, sind eben so verschachtelte Abfragen. Hier ein Beispiel. Man kann erstens im Select Abfragen verschachteln. Also ich kann zum Beispiel anstelle einer Spaltendefinition eine weitere Select-Abfrage machen. In diesem Fall ist es aber notwendig, dass pro Zeile genau ein Wert zurückgegeben wird. In diesem Fall ist das der Fall. Hier sieht man, man nimmt die Summe der Semesterwochenstunden von den Vorlesungen und genau dort, wo eigentlich die Personennummer mit der Abfrage übereinstimmt. Und so bekomme ich dann letztlich eben einfach die Summe aller Semesterwochenstunden, die ein Professor da liest. Es ist auch möglich, die Abfragen im From-Statement zu verschachteln. So bekomme ich dann in geschweiften Klammern eine sogenannte Inline-View, also eine View, die da direkt
in der Codezeile definiert wird und am Ende mit einem Alias benannt wird. Also hier. Das kann auch, wenn man es nicht übertreibt, der Klärung und Leserlichkeit der Abfrage dienen. Aber meine Erfahrung sagt, am liebsten nur eine Verschachtelung, höchstens zwei Ebenen. Wenn Sie mehr als zwei Verschachtelungsebenen haben, wird das sehr schnell unübersichtlich, weil das Problem ist, die Ausführung der Interpretierung beginnt in der innersten Klammer und eben nicht zu oberst beim Code, wie man sich das eigentlich gewöhnt ist bei deklarativer Programmierung. Und deswegen ist es manchmal eben sinnvoller, solche Inline-Views auszulagern in eine Common Table Expression mit Namen. Das werden wir noch anschauen, wie das genau geht. Und dann eben im Where-Statement kann man auch Verschachtelungen machen. Man kann dann zum Beispiel einen Wert vergleichen mit einem dynamisch generierten Wert über eine weitere Select-Abfrage. Hier zum Beispiel alle Prüfungen, deren Note größer ist als die Durchschnittsnote. Das wären dann diese hier. Dann bei Group By, das haben wir schon gesehen, es gibt die Möglichkeit, Aggregationen zu gruppieren, automatisch nach Kategorien von Spalten. Zum Beispiel kann ich die Summe der Semesterwochenstunden verteilen auf die Personennummer und den Namen des Professors, der diese Vorlesung liest. Und das geht mit einer Gruppierung, Group By gelesen von Name. Und auf dieser Gruppierung kann ich dann weiterhin mit Having noch weitere Filter sogar auf das Resultat einer beliebigen Aggregationsfunktion direkt einfügen. Also ich nehme nur die, die einen größeren Durchschnitt als 3 haben, zum Beispiel. Dann Mengenvergleich. Mit solchen Unterabfragen kann ich jetzt auch Mengen vergleichen. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ich hätte gerne alle Professoren, deren Personennummer nicht in der Menge der gelesenen Vorlesungen ist. Also wer gibt keinen Unterricht? Das ist letztlich die Frage, auf welche diese Query hier eine Antwort darstellt. Das ist also eigentlich eine Mengendifferenz. He? Alle Personennummer ohne diejenigen, die in dieser Liste drin sind. Also alle, die nicht in dieser Liste drin sind. Dann gibt es ein Konstrukt, das nennt sich Exists und das ist eigentlich ziemlich ähnlich wie in, nur bezieht sich das dann nicht auf ein Attribut, sondern auf eine Relation und sagt, gibt es einen Datensatz, der diese Bedingungen erfüllt? Falls ja, ist es wahr und falls nein, ist es nicht wahr. Und das hört bei der ersten Zeile, die existiert, auf. Und ja, in diesem Fall sieht man, oder? Man kann dann zum Beispiel auch zwei Variablen dann wiederverwenden. Also da wird einmal der Professor von da oben als P wiederverwendet, also korreliert, das ist eine Korrelation. Und diese Vorlesung von da wird dann auch verwendet und so kann man das vergleichen. Ich hätte gerne die Vorlesungen, bei denen die Personennummer für das Gelesen von gleich der Personennummer hier in diesem P drin ist. Und da ist noch ein bisschen die Frage, was ist eigentlich der Unterschied? Und manchmal denke ich mir, das ist vielleicht sogar nur syntaktischer Zucker. Also je länger ich das nachdenke, desto weniger finde ich wirklich ein ganz bestimmtes Konstrukt, das nur mit einem der beiden Operatoren möglich ist oder das andere nicht. Also formal gesehen kann ich mit dem In-Operator letztlich einfach eine Tuppelmenge definieren, für die ein bestimmtes Attribut x in einer Menge a enthalten ist. Okay? Und der Exists-Operator, der generiert mir eine Tuppelmenge, für die ein Tupel t' existiert in einer anderen Relation, so das gilt irgendeine Aussage über t und t'. Also ich kann dann eben, wie vorhin gesagt, oder ich kann aus beiden Tupeln Elemente miteinander vergleichen. Und ich kann sämtliche Spalten aus sämtlichen beiden Tupeln miteinander vergleichen, indem ich hier eigentlich immer nur ein Attribut effektiv vergleichen kann. Aber die Frage, und überlegen Sie sich das mal und vielleicht diskutieren wir das dann im Unterricht,
Wie unterscheidet sich das jetzt semantisch? Also sprich, was kann ich tun, was mit in, was ich mit exist nicht tun kann? Vielleicht unterscheidet es sich mit Nullwerten. Also was, wenn jetzt eben Nullwerte vorhanden sind in dieser Menge A? Was passiert? Hoppla. Was passiert dann? Vielleicht ist das ja ein Unterschied. Also, dann Joins. Ja, es gibt verschiedene Arten von Joins. Wir haben in den Grundlagen mal einfach die Grundlage kennengelernt, den Inner Join. Es gibt aber eben weitere, zum Beispiel Cross-Join, das Kreuzprodukt, das ist so die Komma-Notation, das kann man aber auch mit Cross-Join ausschreiben. Dann gibt es den Natural-Join, den haben nicht alle Datenbanksysteme, dort werden einfach die gleichlautenden Spalten als Join-Bedingung verwendet. Dann Join ist gleich wie Inner-Join, das ist der Gleichheitsverbund, den haben wir kennengelernt. Und jetzt gibt es auch noch den Left-Outer-Join, den Right-Outer-Join und den Full-Outer-Join, das sind sogenannte äußere Joins. Das ist die Syntax dazu und die Semantik ist jetzt auf dieser Folie hier ein bisschen besser erklärt. So. Also, der linke äußere Join. Wir nehmen hier zwei Tabellen, eine linke und eine rechte. Und wir sehen jetzt hier, wir joinen natürlich hier dann über den natürlichen Join. Das heißt, es wird die Spalte C verwendet. Es werden also sämtliche Tupel zusammengefügt, bei denen die Spalte C die gleiche ist. Beim Inner Join käme natürlich nur eine Zeile, weil nur die erste Zeile C1 gleich C1 aufweist. Beim linken äußeren Join wird aber die linke Tabelle vollständig in die Ausgabe kopiert und die rechte Tabelle nur dort, wo effektiv eine Übereinstimmung vorhanden ist. Umgekehrt beim rechten äußeren Join funktioniert es genau gleich, nur in die andere Richtung. Dort wird nämlich für die rechte Tabelle die ganze Datenmenge, die Ausgabe gegeben und von der linken Tabelle nur diejenigen Tupel, für die effektiv die Gleichheitsbedingung erfüllt ist. Also in diesem Fall die erste Zeile. Und beim äußeren Join, beim vollen äußeren Join ist es so, beide Tabellen werden vollständig in die Ausgabe kopiert und dort, wo sie sich überschneiden mit der Gleichheitsbedingung, dort werden sie und nur dort werden sie auf die gleiche Zeile geschrieben. Ja, und das sind dann die typischen Patterns. Es gibt dann eben Nullwerte, dort, wo eben kein Match vorhanden ist über das Join-Prädikat. Dann ein weiteres Konstrukt, das für Abfragen noch interessant sein kann, das die Fallunterscheidungen. Zum Beispiel kann man so Klassifizierungen machen. Also zum Beispiel ein numerisches Attribut kann man dann je nach Level zum Beispiel eben mit einem String klassifizieren. Jetzt in diesem deutschen Unisystem könnte man sagen, ja, kleiner 1,5, dann ist die Note sehr gut, kleiner 2,5, dann ist die Note gut. Kleiner 3,5, dann ist die Note befriedigend. Kleiner 4, dann ist sie ausreichend und sonst ist es nicht bestanden. Was man einfach hier noch sieht, es wird jeweils nur die Untergrenze getestet in diesem Fall. Warum? Weil das Table natürlich von oben nach unten ausgeführt wird und damit hier schon klar ist, dass es sicher auch größer als 1,5 ist, weil es sonst schon sehr gut gewesen wäre. Jetzt noch ein Thema Window Functions, das man so vielleicht mal gehört haben muss oder kann. Wenn man das Konzept mal begriffen hat, ist es eigentlich nicht so schwer. Aber am Anfang ist es ein bisschen gewöhnungsbedürftig, sich da einzudenken. Also ich fange mal einfach vorne an. Es ist ein bisschen ähnlich wie eine Aggregationsfunktion. Eine Aggregationsfunktion macht nämlich aus einer Menge von Werten einen einzelnen Wert. Und eine Fensterfunktion macht nun das für jede Zeile der Tabelle und schreibt es dort hinein.
Also man kann dann zum Beispiel die Summe über die ganze Tabelle in jeder Zeile wiederholen, wenn man das zum Beispiel braucht. Man könnte so einen Durchschnitt rechnen. Oder man kann eine kumulative Summe bilden, wo eigentlich immer die nächste Zeile das Resultat der Summen der oberen Zeilen enthält und sich so diese Summierung immer weiter fortsetzt. Oder man kann so Ranglisten bilden. Also, die Definition: Eine Fensterfunktion führt eine Berechnung über eine Menge von Tabellenzeilen durch. Die irgendwie im Zusammenhang mit einer Tabellenzeile stehen und schreibt das Resultat auf diese Zeile. Im Gegensatz zu gewöhnlichen Aggregatfunktionen führt die Verwendung einer Fensterfunktion nicht dazu, Zeilen in einer einzigen Ausgabezeile zusammenzufassen. Die Zeilen bleiben bestehen. Also hier ist das Paradebeispiel. SumX gibt einfach eine Zeile zurück, nämlich die Summe über das Attribut x. SumX over erfüllt die Gesamtsumme in jede einzelne Zeile hinein. Und dieses Over-Keyword ist die Indikation für eine Fensterfunktion. In diesem Over-Keyword kann ich jetzt auch sagen, wie der Datensatz sortiert werden soll, oder bei x. So kann ich eben in der laufenden Aggregation zum Beispiel die Spalte x aufsteigend sortieren. Und so könnte ich zum Beispiel Sum over order by x macht mir jetzt eine laufende Summe. Und Partition by ist so das Analoge wie Group by den Aggregationsfunktionen. Dort unterteile ich jetzt das Resultat nach den Werten einer Spalte. Also ich könnte dort jetzt zum Beispiel eine laufende Summe order by x bilden und dann mit Partition by y dann jeweils wieder von vorne beginnen, immer wenn der Wert von y wechselt. Und das kann man mit Aggregaten zusammen mit Over möglich, aber verwenden, aber auch mit weiteren Window Functions. Am besten schauen wir uns das mal mit einem ganz konkreten Beispiel an. Ich kopiere das einfach mal rüber in die MySQL Workbench. Also, wenn wir jetzt ganz einfach beginnen, dann haben wir einfach Name, Titel, SWS von Professoren, Join-Vorlesungen. Ja? Also eigentlich habe ich einfach den Namen und den Titel einer Vorlesung und den Namen des Professors plus die Semesterwochenstunden. Soweit, so gut. Dann in einem ersten Schritt mache ich jetzt eben zum Beispiel die Summe, aber nicht als Aggregationsfunktion, sondern als Window Function. Sum SWS over. Was passiert? Nichts. Was passiert jetzt? Okay, wir haben hier die SWS und da in W1 haben wir die Gesamtsumme auf jeder einzelnen Zeile. So, jetzt als W2 machen wir jetzt einfach Folgendes: Wir machen eine aufsteigende Summe. Wir nehmen jetzt hier auch wieder die Summe von der Semesterwochenstunden over Order bei Name und Titel. Also ich sortiere jetzt diese Summe und das wird eine laufende Summe geben. Kommas sind nicht cool. Voilà. Also hier haben wir die Gesamtsumme, Order by, nein, over, ohne Order by, überall 30. Und hier haben wir die Summe geordnet nach Name und Titel und so wird aufsteigend eine kumulative Summe gebildet. Und dann, was vielleicht auch noch ganz spannend ist, die Partition, was das eigentlich macht.
So. Statt Order by sagen wir jetzt Partition by. Was passiert dann? Okay. Jetzt werden Gruppen gebildet. Ich partitioniere nach Name. Ich habe jetzt also pro Name so ein Päckchen. Wir sehen, Kant zum Beispiel hat total 8, das ist natürlich 4 plus 4. Russell hat total 8, das sind dann gerade 2 plus 3 plus 3. Und Sokrates hat 10, 4 plus 4 plus 2. Das ist also diese partitionierte Summe mit Fensterfunktion. Und jetzt, um sie noch vollständig zu verwirren, mache ich jetzt noch einen Lead. Der Lead ist eine Fensterfunktion, der lässt auf die nächste oder auf die n-nächste Tabellenzeile vorausschauen kann. Und auch dort sagt man, was ist die nächste Zeile? Dazu braucht sie Angabe, was eigentlich die Tabellenordnung ist. Ich sortiere nach Name und Titel und sage, ich nehme gerne Titel Lead 1 und schaue, was dabei rauskommt. Aha. Hier haben wir eigentlich einfach eine Zeile weiter, das Feld Titel, ja, die drei Kritiken. Da ebenfalls, oder? Auf Zeile 2 steht eigentlich der Titel von Zeile 3, auf Zeile 3 steht der Titel von Zeile 4 und so weiter. Und in der letzten Zeile steht halt eben Null, weil es dort keinen nächsten Datensatz mehr gibt. Und das kann man natürlich verwenden, um zum Beispiel so, ich sage jetzt mal, fließende Durchschnitte. Gleitende Durchschnitte zu berechnen in Zeitreihen, zum Beispiel. Ja, das sind die Window Functions. Es gibt viele davon. Die sind auch manchmal in verschiedenen Datenbanksystemen ein bisschen anders. Was ist vielleicht noch interessant? Die kumulative Distribution, also quasi der Prozentrang. Dann Dense Rank, das ist einfach eine Rangliste, die keine Lücken aufweist. Der erste Wert, Lag, ist das Umgekehrte von Lead. Last Value ist das Umgekehrte von First Value. N-Teil, das unterteilt das Ganze in n gleich große Teile. Prozentrang, der Rang, der weist auch Lücken auf und dann auch die Zeilennummer, das ist manchmal auch noch interessant zu wissen, auf welcher Zeile befinden wir uns gerade aktuell. Ja, das sind die Window Functions, die sind neu in Version 8. Hier noch das gleiche für PostgreSQL, die haben ähnliche Window Functions. Das ist teilweise auch über den SQL Standard definiert. Dann habe ich vorher im Video auch mal von Common Table Expressions gesprochen. Ja, und dass das eine Möglichkeit ist, den Code schöner zu gestalten. Ja, schöner coden. Warum? Statt dass man jetzt Code beliebig verschachtelt, kann man es eben mit diesem With-Statement am Anfang, vor dem Select, alle verschachtelten Code-Module eigentlich so definieren, bevor man sie verwendet. Dass man kann dann sagen, zum Beispiel H ist jetzt hier irgendeine Codierung von Hören, G ist eine Gesamtanzahl. Und jetzt kann ich einfach ein Select über G und H definieren. So, und jetzt aus meiner Sicht noch ein bisschen Komplexität oder so das höchste Level von Komplexität in SQL, die Rekursion. Also dieses Beispiel hier kommt aus einem Forschungsprojekt und es ging dort um die Frage, wir haben ein Wasserleitungsnetzwerk und das Wasserleitungsnetzwerk hat ein Leck. Können wir dieses Leck automatisch finden mit Datenanalysen? Und dann gibt es eben Knoten im Netzwerk, zum Beispiel Hydranten. Und wir müssen jetzt möglichst eine Route finden, die keinen Hydranten aufweist. So. Und das kann man natürlich ein bisschen generalisieren und sagen, ich habe einen gerichteten Graphen und ich will eine Route finden, ohne über zum Beispiel grüne Knoten zu gehen. Machen wir zuerst mal das einfachere Beispiel. Finde alle Pfade im Graphen von 1 nach 11. Wir können das relational so abbilden.
Wir machen eine Knotentabelle und eine Kantentabelle. Und die Knotentabelle hat die Spalte ID und die Spalte Color. Und die Spaltentabelle hat die ID Source und Target. Das Problem ist, wenn wir jetzt einen Pfad suchen, dann muss ich eigentlich für jeden Hop, für jede Verbindung von Knoten und Kante, muss ich jedes Mal wieder Knotentabellen, Kantentabelle, Knotentabelle, Kantentabelle, Knotentabelle, Kantentabelle joinen. Und ich weiß nicht, wie viele Joins ich machen muss, bis ich wirklich den Weg von 1 nach 11 gemacht habe. Im schlimmsten Fall muss ich eben, je nachdem, 20 Mal diese Tabellen joinen. Und hier hat es ja sogar noch, vielleicht sogar noch einen Loop. Ja, haben wir das nicht definiert hier? Oder könnte man sogar noch prüfen, was passiert, wenn wir da noch einen Loop haben? Also, wie macht man das? Mit klassischem SQL kommt man dann an die Grenzen, weil man da einfach joint und nicht weiß, wo aufhören. Mit Rekursion kann ich sagen, nimm die erste Tabelle und joine mir so oft wie nötig Kanten und Knoten hinzu, bis ich bei 11 angekommen bin. Und dann gib mir noch die Länge des Pfads zurück und gib mir den Pfad zurück. Ich habe dieses Demo SQL auch abgelegt auf Ilias und das können Sie sich mal anschauen. Ich werde jetzt einfach mal rüber wechseln. Ich habe das schon mal vorbereitet hier. Da. Okay, also das kann man einfach mal so laufen lassen. Und jetzt kommt das hier dabei raus. Es gibt also drei Pfade, sagt dieses SQL. Es gibt von 1 nach 11 der Länge 3, einen von 1 nach 11 der Länge 4 und einen von 1 nach 11 der Länge 5. Also wir können zum Beispiel über 1, 5, 8, 11 gehen, über 1, 5, 8, über 1, 4, 5, 8, 11 und 1, 2, 3, 5, 8, 11. Stimmt das? Also 1, 5, 8, 11. 1, 4, 5, 8, 11, 1, 2, 3, 5, 8, 11. Und wie sieht das aus? Also, ich habe hier die Tabellendefinition. Tabelle Node, Tabelle Edge. Ich fülle die entsprechend dem PowerPoint. Knoten, die Kanten. Und hier ist dieses rekursive SQL. Das ist jetzt nicht wahnsinnig lang. Das ist 10 Zeilen. Ja? Du könntest sogar nur 9 Zeilen draus machen. So. Hier habe ich jetzt so eine with, eine Common Table Expression. Und das ist eine rekursive Common Table Expression. Ich sage with recursive. Und ich gebe dir einen Namen, die heißt Pfad. Und ich sage jetzt, was die für Spalten aufweist. Die hat von, nach, Länge und Folge. Also von, nach, Länge und Folge. Das ist ja gerade das, was ich selektiere. Ich selektiere Stern, alle Spalten von Pfad. Pfad ist eine rekursive Common Table Expression. Und ich schränke ein, ich möchte nur, das von ist gleich 1 und das nach ist gleich 11. So. Und as, sieht man hier, das ist die Definition dieser rekursiven Common Table Expression. Ich selektiere die Quelle, das Ziel und 1, das ist so der Initialwert. 1 ist die Länge des Pfads und ich konkateniere mir eigentlich nur Source und Target, also Quelle und Ziel. Das ist also, wir haben einen Weg gefunden. Wir starten mit der Länge 1, mit dem direkten Nachbar oder mit allen direkten Nachbarn. Von den also quasi die bestehenden Kanten haben automatisch einen, die starten mit dem Weg 1, der Länge 1. Und Quelle und Ziel sind gerade die, ist gerade der Weg der einzelnen Kante. Und dann vereinige ich das mit dem hier. Und das hier macht, ich selektiere eigentlich von wieder einer Kante und scheune das mit Pfad P. Also ich nehme eine neue Kante und joine das über diese rekursive
Expression, die eigentlich im Moment noch definiert wird. Aber ich nehme einfach mal an, die existiert. Und im initialen Zustand ist es einfach, nimm für jede Kante den Weg der Länge 1. Und jetzt im Union vereinige das mit der Kantenmenge, joint mit eben dieser rekursiv erweiterbaren, mit diesem rekursiv erweiterbaren Ausdruck. Und zwar überall dort, wo das Ziel von E gleich der Quelle von P entspricht. Und so wird eigentlich letztlich quasi rückwärts geschaut, oder wir beginnen irgendwo beim Ziel und dann wird eigentlich bei jedem von wird wieder ein Target angehängt, solange bis eben hier beim Join nichts mehr zurückkommt. Und wann kommt hier nichts zurück? Ja, wenn die Join-Bedingung nicht erfüllt ist. Also diese Rekursion wird dann auch erkennen, wenn eben Loops entstehen. Ja. Und so wird das dann eigentlich nur durchgeführt, wenn es nicht schon einmal besucht worden ist. Wir können das testen. Wir können jetzt zum Beispiel sagen, was ist, wenn wir einen Loop haben? Was ist, wenn hier jetzt 10 neu auf 3 zeigt? Dann müsste ja eigentlich das hier einen Loop generieren. Schauen wir mal, was das passiert. Also 10 und 3 tauschen wir. Wir tauschen die Pfeilrichtung und das ist dann natürlich ein Zyklus, weil von 10 komme ich dann wieder zurück auf 9, stimmt das? Also von 9 komme ich auf 10, 9 auf 10 und von 10 komme ich wieder auf 3. Und von 3 komme ich jetzt wieder auf 9. Ja, dann haben wir den Loop. 9, 10, 10, 3, 3, 9. Schauen wir mal, was damit passiert. Okay, sagt er. Und das ist die Ausgabe. Nichts. Ja, gibt irgendwie nichts aus. Da hat er irgendwie Mühe damit. Ja gut, dann tauschen wir das wieder zurück. Dieser Zyklus ist wieder weg. Also Zyklen erkennen kann SQL nicht so wirklich gut. Schauen wir nochmal so. Da kommt es wieder. Und jetzt die nächste Frage wäre dann die da. Ah, das ist einfach nochmal der Code erklärt. Ich habe das schon mal gerade im MySQL Workbench gezeigt. Aber diese Knacknuss mit dieser Rekursion, ja, ich hatte das eigentlich als Breakout-Session geplant, aber wir machen das jetzt im Lernvideo einfach so. Sie versuchen das für sich selbst und bringen dann ihre mögliche Lösung mit in den Unterricht. Und die Frage ist folgende: Wie könnte man jetzt diesen existierenden Code anpassen, so dass nur Pfade zurückgegeben werden, welche nicht über grüne Knoten gehen? Eine kleine Denksportaufgabe. Ja. Im Moment gehen wir einfach, selektieren Pfad von 1 nach 11. Was müsste ich tun, dass ich den Pfad, der über einen grünen Knoten geht, nicht berücksichtige? Ja, da lasse ich Sie mal ein bisschen knobeln. Und damit sind wir auch schon am Ende dieses Lernvideos. Was haben wir heute gelernt? Noch ein bisschen mehr im Detail, wie man Tabellen und Sichten erstellt. Create Table As und auch Create View As. Wir haben Metadaten im Data Dictionary gelernt zu durchstöbern, um das Schema der relationalen Datenbank kennenzulernen. Wir haben gesehen, wie man Daten in Tabellen und Views einfügt und auch ändert. Dann haben wir gesehen, wie man Nullwerte konsistent handhaben muss. Dann geschachtelte Anfragen mit Inline-Views anwenden, Operationen auf Aggregationen mit Having und Group By auch.
Dann Joins erweitert, also Left, Right, Outer Join, Cross Join, Natural Join, solche Geschichten. Dann haben wir angeschaut, quantifizierte Anfragen mit Exists. Den In-Operator haben wir eigentlich in den SQL-Grundlagen schon angeschaut. Dann Fallunterscheidungen mit Case-When, Windowing Functions mit Over und Partition By, Common Table Expressions mit With und dann noch rekursives SQL mit With Recursive. So, das sind diese Lernziele aufgrund der heutigen Session und ich denke einfach, das Video alleine, das genügt Ihnen nicht. Versuchen Sie, diese Beispiele nachzuvollziehen. Sie haben den Code für die Unidatenbank auf ILIAS. Es gibt natürlich auch eine Übung mit bestimmten Aufgabenstellungen, die Sie versuchen können zu lösen. Also deswegen bringen Sie alle Fragen, die Sie haben, aus diesem Video direkt in den Unterricht. Ich werde das auch als interaktives Video auf ILIAS hochladen. Das heißt, wenn Sie Fragen haben, bitte kommentieren Sie gerade die entsprechende Minute, wo Sie sagen können, hey, hier an dieser Minute, an dieser Stelle habe ich eine Frage, dann können wir das auch durchgehen. Und machen Sie die Übung, SQL Sprachkonzepte, um das Ganze noch ein bisschen zu vertiefen. Das Übungsblatt ist online, dort können Sie die Unidatenbank, wie gezeigt, installieren auf MySQL und dann entsprechend gewisse Fragen beantworten und Aufgaben lösen. Also viel Spaß, frohes Schaffen und wir sehen uns in der nächsten Live-Session auf Zoom. Machen Sie es gut und auf Wiedersehen.